Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Ist schon wieder eine Weile her, weil ist es immer, das brauche ich eigentlich nicht jedes Mal zu erwähnen. Im Moment ist bei mir sowieso die Situation so ungefähr, ich nehme wirklich zwei Videos, abgesehen von Hörspielen und SQT Hunger Games, pro Woche auf. Ich habe kaum Zeit im Moment fürs Aufnehmen. Ist halt schon ranzig. Manchmal schaffe ich es dann auch irgendwie über ein CB ein Video zu machen oder so, aber ich schaffe echt nicht viel, was das angeht im Moment. Deswegen kommen auch kaum andere Videos als das im Moment. Ich meine, ich habe noch einen ganz kleinen Vorrat. Irgendwie 6-7 Videos im Voraus, aber gerade wenn ich in nicht so ferner Zeit, wenn hier Sommerferien beginnen, in Urlaub fahre, habe ich halt irgendwie wenig Bock drauf, dass ich das dann schon alles weg habe. So, ersten Trainer nebenbei beim Erzählen mal wieder gesweept. Und ja. Deswegen kommt im Moment nicht so viel. Ich spiele deswegen auch Spiele verdammt selten. Ich habe New Pokémon Snap inzwischen seit 3 Wochen oder so nicht mehr gezockt. Dieses Spiel ähnlich lang. Der Typ sieht übrigens sehr seltsam aus. Ist halt so die Sache im Moment. Aber naja, irgendwie läuft es ja noch. Die Hauptsache auf dem Channel sind ja sowieso die Hörspiele. Die kommen noch ganz normal regelmäßig und dabei bleibt es auch. Also jetzt nicht mehr so lange, ich weiß nicht, wann das hier hochkommt, aber die Walross Edition 5 ist eh fast fertig, lol. Es ist die zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, schon. Und ja, wenn das Video jetzt nicht gerade erst in 6-7 Wochen kommt, werdet ihr das auch merken. Wir können mal wieder doppelt Knisterladung benutzen und den Trainer damit sweepen. Weil, schwieriges Game. Naja, heute dann auch habe ich mich mal für das Spiel entschieden, weil das hier deutlich seltener überhitzt als New Pokémon Snap. Und das hier müsste, genau, das Haus von Bill sein. Ja, wow. Das ergibt nicht mal Sinn, so wie du das gesagt hast. Hallo, ich bin Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja. Okay, steig in Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau der PC, da macht bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Ja, krasse Quest. Vorher kurz. Hui. Evoli ist geistig verwirrt. Relatable. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Digga, ich drück doch schon. Der sagt, ich soll mich beeilen, nachdem ich den Scheiß schon gedrückt habe. So, wie er da reingegangen ist, sieht man natürlich nicht. Die wissen nämlich selber, dass der keine Tür aufbekommen würde. Aber scheiß drauf. Boah, tausend Dank, du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen meine Augen da? Du trägst ja in deinem Beutel eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was, das hier ist für dich, als Dankeschön für die Rettung. Ach, stimmt. Ich muss mal Pokémon verschicken. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker, die MSN. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber es ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch wen mitbringen willst. Viel Spaß. Jo, werden wir machen. Überraschenderweise
weil da geht's bestimmt nicht in der Story weiter. Kann man hier irgendwie eine Mehrfachauswahl machen? Ah, sehr gut. Dann nehmen wir einfach mal eine ganze Handvoll an Pokémon. Natürlich nicht alle. Hier das Radfratz behalten wir mal, falls wir in einen Doppelkampf rennen. Ich lass einfach mal... Hä? Ja, meinetwegen eigentlich. So. Vielen Dank für den Transfer. Das bringt meine Forschung sicherlich voran. Zum Dank erhältst du von mir eine Belohnung. So, oh mein Gott, stimmt da. Oh mein Gott. Das ist belastend. Ich will ja nichts sagen, aber... Los, 9 Verteidigung. Wir pumpen Eevee voll mit Steroiden. Yes. Ach so, man braucht ab einem bestimmten Punkt mehrere fürs Aufleveln. Zumindest etwas. Jetzt werden wir noch schneller. Trotzdem ist das sad. Wir können so buffen, oh Gott. Als ob wir das nötig haben. So, hier geht's genau auf mit den Bonbons. Na, Spezialangriff haben wir nur 1. Das ist nicht so sympathisch. Physisch haben wir halt weniger und Spezial brauchen wir auch mehr. Komm, 2 gehen doch noch ohne das... Natürlich steigt es wieder jetzt auf 2. Und es muss leider sein, keine 69 HP mehr. So, das war jetzt wirklich sehr nötig, weil unser Evoli war relativ schwach bis gerade eben. Wir spielen auch mal mit dem Ding. Pff, alles klar. Hat einen Anfall, ne? Hier, friss noch was. Einfach nur, damit es noch overpowerter wird. Das brauchen wir. Also, ich frage mich wirklich teilweise, wie soll in diesem Run irgendwas schwierig sein? Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach nur eine Herausforderung von vielen. Willst du kämpfen? Ja, wir sehen wieder einen sehr krassen Trainer-Coach, der jahrelang trainiert, damit ich mit meinem Evoli ihn zusammenschlau. Der hat einen Macholo. Das ist vom Matchup her tatsächlich kritisch. Ich meine, ja, ich bin auf Steroiden und 6 Level drüber. Und ich outspeede und wow, ich one-shotte nicht, aber krieg den Flinch. Ach komm. Oh, nicht mal angreifen darf der. Dabei wollte ich doch dir eine Lektion erteilen. Ja, Da wäre es einfacher, wenn du mich hitten würdest. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Wie hat dir dieser Kampf Spaß gemacht? Und ich muss einen Cut setzen. So, Sekunde. Wir sehen uns. Hör auf zu labern. Hör auf zu labern. So, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt. Der scheiß Controller hat sich irgendwie nochmal ausgelockt. Weiter geht's. Wir sind, denke ich, mit der Route jetzt auch so ziemlich fertig. Was für eine Überraschung. Hier ist der Rückweg. Ja, dann... können wir jetzt ja mal gucken, wie es weitergeht. Also gucken, ne? Weil man hat in dem Spiel immer so viel... Okay, to be fair, ich glaube, ab der 3. Arena kann man rein theoretisch... Ich könnte rein theoretisch, glaube ich, zur 8., bevor ich zur 3. gehe. Aber egal. Hey, gib mir meinen Pokéball zurück. Wow.
Dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Ich glaube, hier geht's weiter, Leute. Mann, was für ein Zufall, dass das gerade jetzt passiert. Wirklich, das ist... Macht natürlich Sinn, aber... Und what the fuck sind das für Fußspuren? Die Fußspuren sehen irgendwie aus, als wäre das Groudon oder so ein Scheiß. War das nicht ein normaler Rocket-Rüpel? Das war das, was wir wieder in der Träume gesehen haben. Tja, die Fußspuren stammen, soweit ich weiß, von einem Rocket-Rüpel, aber... Und können wir auch mal über diese fucking Himbeere reden? Wie groß ist die da drin? Die ist fast so groß wie... Die ist so groß wie Evoli. What the fuck? Game Design. Und glücklicherweise müssen wir nicht lange suchen... Ja, hinterfragt dieses Spiel nicht. Du kannst doch nicht einfach hier rumschleichen. Was ich hier mache, ich bin Passant, ne? Ja, gar nicht verdächtig. Das Spiel ist vom Plot her, also sagen wir mal, es hat mehr Story als Gen 8. Dementsprechend hat es auch mehr Logikfehler, womit ich nicht sagen will, dass Gen 8 keine Logikfehler hat, aber die haben gar nicht so viel Story, wie Gen 1 Logikfehler hat. So, bringen wir es um und ich hätte vielleicht Heilung holen sollen. Nicht, weil ich es für HP brauche, sondern einfach nur für die AP. Aber egal. Das Viech one-shotten wir eh und erreichen ein weiteres Level Up. 0420. Ist ja schon gut, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Schaufler, ja, im Prinzip ist Schaufler ein guter Move, aber ich muss halt sagen... In dem Moveset von meinem Evoli ist gefühlt kein Platz für was anderes. Das Einzige... Ich bild mir ein, dass Evoli Schaufler lernen kann, ja. Ich kann es ja mal nachgucken. Wenn es eh nicht geht, dann ja. Hier, erlernbar. Aber, ne... Irgendwie die einzigen Moves, die noch eine Chance haben, in mein Moveset zu kommen, sind die anderen Evoli-Special-Moves, die es noch gibt. Das ist halt die Sache. Gefühlt mit dem Moveset, das ich hier vor der zweiten Arena bekommen habe, könnte ich das Spiel so ziemlich durchspielen, weil das einfach so broke ist. Ich meine, man kann das designtechnisch durchaus hinterfragen. Aber ich bin inzwischen an dem Punkt angekommen, an dem ich es aufgegeben habe, dieses Spiel zu hinterfragen. Und ich wollte nicht nochmal hier reinlaufen. Ich bin gerade nur anscheinend dezent blind, weil ich suche einen Supermarkt. Ist der hier irgendwo? Da ist er. Und natürlich kommt man von dieser Seite nicht hin. Sondern muss hier lang. So. Ja, der sieht aus, als hätte der richtig Bock auf seinen Job. So, wir haben hier eine Perle. Von der Nuggetbrücke, den haben wir. Das Fossil könnte ich theoretisch auch verkaufen, aber... Items brauchen tue ich nicht. Pokebälle habe ich genug und habe ich schon ein anderes Item in diesem Run benutzt. Höchstens irgendwas gegen Statuseffekte. Ah doch, einen Trank habe ich mal benutzt in der zweiten Arena, auch wenn ich ihn theoretisch nicht gebraucht hätte. Aber ja.
einfach mal so random out of context jetzt. Ich habe schon hin und wieder überlegt, ob das in Pokémon funktionieren würde, ähnlich wie in Smash einfach einen Multiplikator einzubauen, der allgemein Attacken ein bisschen stärker macht, wenn man weniger Leben hat. Ich meine, es gibt einzelne Attacken, die so funktionieren. Bei denen ist das dann halt auch sehr krass. Aber wenn man das einfach nur so minimal für jeden Move hätte... Oh, fick dich doch. Wenn man das nur so minimal für alles hätte, wird das irgendwie funktionieren? Ich glaube, das wäre ganz interessant tatsächlich und könnte Strategien gut voranbringen. Würde halt Attacken, die an sich jetzt schon broken sind, wenn man sie richtig nutzt, wie Bauchtrommel, nochmal buffen, weil, ne? Dann boostet man Angriff gefühlt mehr als die, keine Ahnung, boostet, wie viel boostet man den Angriff mit Bauchtrommel? Macht man den nicht sogar Maximum? Keine Ahnung, auf jeden Fall kriegt man einen fetten Angriffsboost und hätte dann dadurch, dass man die Hälfte Leben verliert, noch ein bisschen mehr. Aber ja, auf der Route, gäbe es theoretisch Vulpix, soweit ich weiß. Hatte ich auch in meiner ersten Planung im Team eingeplant, bis ich mir gedacht habe, das Spiel ist eh so fucking einfach, wir nehmen nur Evoli. Ja, das ist ein Vulpix hier. Ihr seht, ich hatte recht. So, Level 16, das Ding... Hat anscheinend nicht so ein Okay, Superbälle müsste ich mir vielleicht bald mal kaufen. In der Luft. Ja, das wird nicht drin bleiben, denke ich. Ich hab's ja gesagt, war vorhersehbar. Ich kenne das Spiel einfach zu gut, Leute. Ich lese alles, was passiert. Ja, es ist drin geblieben. Ich weiß, das muss ich nochmal dazu erwähnen, hättet ihr sonst gar nicht mitbekommen. Aber ja, Vulpix kann man sich hier gönnen. Soweit ich weiß, nur in Let's Go Evoli, wobei es in Pikachu stattdessen hier Fukano geben dürfte. Und ich muss sagen, wenn man mit einem vollen Team spielen will, würde ich das in beiden Games empfehlen mitzunehmen. Sind beides echt coole und starke Pokémon. Wobei Arcani nochmal stärker ist. So. Ansonsten hängen wir hier nicht mehr so viel rum. Das ist, glaube ich, die Pokémon-Pension. Die ist sehr nötig. Ich lasse einfach mein einziges Pokémon da. Game over, Leute. Och nee, nicht der Keck. Vor allem war das nicht diese eine... Och, hier war doch diese eine komplett behinderte Szene. Wir gehen erstmal gucken, was hier lang ist. Sorry, ich habe ganz die logischen Invisible Walls, die es in dem Spiel gibt, vergessen. Hey, Gymsalol. Da kommt man anscheinend nicht durch. Ach. Weil der Typ Durst hat. Der macht seinen Job gut. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Dann ist es nur dunkel. Hä? Halt mal still. Es ist so eine Trash-Szene, Alter. Dein Hand geglitzert, guck mal. Da waren Drogen. Ach nee, doch nur ein Beleber. Digga, du erklärst mir jetzt, was Beleber sind, von denen ich schon irgendwie 15 hab, die ich in diesem Run nicht nutzen kann. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir in der nächsten Arena. Nein! Und sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Wo ist die Möglichkeit? Ja, und jetzt verpiss dich. Echt? Krass. Oh, ich sehe jetzt erst, dass das für die MSN ist. Das ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Und jetzt kann ich selber an Bord gehen. Krass. Und du bist dir auch sicher, dass du das Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es in guten Händen, ich werde es nicht verfallen lassen, ich schwöre. Wo hast du die her? Im Ernst, du hast die von dem sprechenden Pokémon bekommen?
Ja. Wir vergessen das ganz schnell wieder. Also ich gehe dann vor. Tschö. Ja. Immer noch der Beste. Ich sag's, wie es ist. Leute streiten sich immer, ob Tali aus Gen 7 oder Hopp aus Gen 8 der schlechteste Pokémon-Rivale ist. Also in meinen Augen ist das eindeutig der Keck von hier. Ich finde den noch mal schlechter als die. Und wenn man zwischen Tali und Hopp sich streiten muss, finde ich Tali schlechter, weil Hopp zumindest irgendwie einen sinnvollen Character-Arc gegen Ende bekommt. Den finde ich also insgesamt doch noch besser, muss ich sagen. So. Dann Schlägerei. Hier liegen einfach ein paar Items in einem ewig langen Tunnel. Das ist wieder eine der vielen Designentscheidungen in Gen 1, die man, denke ich, hinterfragen darf. Es wird aber nichts bringen, sie zu hinterfragen. Hinterfragt nie Gen 1. So, Route 6. Kann es eigentlich sein, dass ich jetzt nur Einzelkämpfe trigger mit den beiden, anstatt den eigentlichen Doppelkampf? Ach so, stimmt. Stimmt, die sind ja gar keine Doppelkämpfe, weil Schinken. Und so, wird mal wieder Zeit, Pokémon zu one-shotten. Wow, ich bin nur noch 8 Level über dem Typen. Ich muss sagen, das Leveln ist gar nicht mal so krass, wie ich dachte. Gerade in den Arenen bin ich großteils sogar relativ even, aber es macht's nicht schwer. Es macht's nicht schwer. So, mal wieder einen Trainer gesweept, ohne dass er zum Angriff kam. Immer mal was Neues, will ich sagen. Und ja, paar Superbälle. Gerne her damit. So, du auch. Ich schlage euch einfach beide zusammen, wenn euch das glücklich macht. Ich glaube, das macht die nicht glücklich, aber ich mach's trotzdem. So, der andere Nidoran hast du. Will auch eins auf die Fresse, habe ich gehört. Übrigens nehme ich hier gerade Special Move, weil kann sein, dass das hier die Fähigkeit hat, die einen vergiftet bei Berührung und da habe ich keinen Bock drauf. Worauf ich allerdings Bock habe, ist dem Ding einfach eine fette Kopfnuss zu geben. Ernsthaft, Geduld. Ach warte, Geduld ist ja nicht das, durch das man überlebt. Geduld ist die komplett beschissene Attacke. Wirklich, in meinen Augen, eine der schlechtesten Attacken im Game. Man gibt dem Gegner literally 2 Free Hits und dann macht man halt Damage, wenn man irgendwie überlebt. Es ist nicht gut. So. Er will mir zeigen, wie ein Gentleman kämpft. Ich zeig dir jetzt mal, wie man Rentner verkrüppelt. Nehmt den Satz nicht out of context. Ach! Ach! Was denn das? Was denn das für ein Vieh? Du willst mir zeigen, wie ein krasser Trainer kämpft? Ha! Opfer! Mein Evoli ist einfach supreme! Ja, und gibt ein bisschen Geld, weil reiche Säcke halt. Alter, nach dir hat keiner gefragt, Radfratz. Ich meine, okay, ich kann es theoretisch einfach mal fangen für die Bonbons. Ich bin einfach so godlike in dem Game. Ich mache in diesem Spiel halt literally nichts und fühle mich trotzdem immer toll, weil, ja, ich werf Bälle und die Trainer sweep ich sowieso alle so easy weg. So, und jetzt verpiss dich, Radfratz. Dass du mich noch hier... Dass es mir einfach meine Erfahrungspunkte nimmt, die ich dafür bekommen würde, dass es im ersten Ball bleibt. Das finde ich nicht korrekt. Wow. So, Supertrank noch.
dann, Radfratz, verpiss dich aus dem Team, keiner mag dich. Ich meine, okay, keiner außer Youngster Joe, ja, aber der zählt nicht. Der mag Radfratz. So einfach ist das. Keiner mag Radfratz, außer Menschen, die Radfratz mögen, aber die mögen Radfratz, also zählt ihre Meinung nicht. Das ist Argumentation auf dem höchsten Niveau. Und er hat gerade gefragt, ob mein Team stark ist. Nein, es ist kein Team. Zusammenschlagen wird sich trotzdem. Oh, ein Wasser-Pokémon. Wäre wirklich sehr schade, wenn Evoli in diesem Spiel nicht jeden scheiß Typen sehr effektiv hitten könnte. Die Special Moves müssten eigentlich jeden Typen außer Boden abdecken. Außer Elektro, weil es keinen Boden-Evoli gibt. Aber Schaufler kann es auch lernen. Dementsprechend kann Evoli jeden Typen in diesem Spiel sehr effektiv treffen. Es braucht's auf jeden Fall. Es braucht's zu 100%. So, ich denke mal, wir sind dann jeden Moment an der Stadt. Hier, ihr stellt die Trainer so hin und sagt, das ist kein Doppelkampf. Ah. Aha. In der Tat. So, immer diese scheiß Camper, Junge. Mit ihrem Projektil-Spam. Ach nee, war der falsche Game. Scheiße, okay, wahrscheinlich kann das den Kugelsaat also gar nicht mal so falsch. Da gibt's nur ein Problem. Wir rauchen es vorher. Die Sache ist die, ich vergesse die ganze Zeit, dass meine zwei Attacken da ja auch noch safe verbrennen und paralysieren, weil ich sowieso alle Gegner one-hitte. Es macht's halt nur noch lächerlicher. Und die Heilung von Blubsauger, die kriege ich so natürlich auch mit, aber so, du auch noch. Ist dann auch der letzte Kampf für die Folge. Und was ist das letzte Pokémon? Glumanda, Mann, krass. Wäre ja wirklich sehr schade, wenn Evoli eine Wasserattacke lernen würde in dem Game, die mich auch noch heilen würde, wenn ich nicht eh Full HP hätte. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Projekt besteht daraus, dass ich zynische Kommentare über das Game mache, weil es wirklich voll von Logikfehlern ist und dieses Balancing. Digga, wenn ich so ein Balancing will, dann gehe ich zwei Türen weiter. Da ist unser Badezimmer. Ich habe gerade nur eine Geste gemacht, aber ja, meinetwegen. Auf jeden Fall, wenn ich so ein Balancing sehen will, gehe ich zwei Türen weiter. Da ist das Badezimmer. Mit den Worten verabschiede ich mich für diese Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.